So, willkommen zurück zu South Park. Direktale Zerreißprobe. Hier erstmal. Out, Arschloch! Hey, talkst du mit mir? Ich würde zuallererst kurz gucken. Was müssen wir jetzt gerade machen? Wir haben im Raisins gerade die Mädels besiegt, endlich. Okay. Super scharfe City Shrimps brauchen wir und Skeeters dachgereiften Käse. Finde ich wo? Werde stärker, bevor du Jimmys Haus verlässt. Bin ich da nicht stark? Wo finde ich denn das? Ja, hier war ich doch. War ich hier denn nicht? Natürlich war ich hier. Das will ich gar nicht unbedingt sehen. Ich will das hier als aktive Mission festlegen. Ist es? Im Raisins waren wir gerade. Muss ich da jetzt nochmal rein? Nee, oder? Ah. Ich muss jeweils hier hin. Okay, das könnte schon schwierig werden. Der letzte Kampf war auch nicht ohne, aber ich denke, wir kriegen das hin. Wir laufen mal dort entlang. Hey du. Mistkerl. Achso, ja, hier komme ich ja nicht durch. Wie komme ich denn dann da? Wie komme ich dann dahin? Okay, ich muss durch diese enge Gasse und dann die Straße nehmen, so wie es aussieht. Was ist denn mit dir los? Was? Hör lieber auf damit. Hast du davon? Unverschämte Balk hier, also. Echt, da platzt mir der Arsch. Ich will hier rein. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. So, hier oben waren wir schon. War echt schön. Stimmt ja, wir haben ja in der letzten Aufnahme auch unendlich viele neue Fähigkeiten erworben, die schon irgendwo ganz interessant waren. Wir zwei wären ein super. Ich weiß, wo du. Hau ab, du Arsch! Dafür, dass du so frech bist. Okay, die Mülltonne haben wir anscheinend schon geleert. Wir müssen jetzt so weit hinter, bis wir wieder hoch können. Hey, 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 hey. Hör auf damit, Hirni! Nenn mich nicht Hirni. Du Hirni. Wer will, wer mag, wer hat noch nicht. Ah! Okay. Ich habe keinen Vorteil und klatsch mich mal wieder mit Sechsklässlern. Geil. Wer will zuerst? Zeig ihnen, was du drauf hast. So, das kriegen wir doch sicherlich hin. Ah, ja, das ist nicht schlecht. Aber so treffe ich gleich zwei. Das ist schon... So habe ich mir das vorgestellt. Laser, ich will auch Laser. Du kriegst keine Laser. Nehmt eure Medizinzwerge. Reiß dich zusammen. Du bist ja ekelhaft. Wen soll ich quälen? Ich wähle dich. So, Cooney Boy. Kannst du mal? Uiuiui. Das wird verdammt lustig. Cool, cool. Ihr solltet die Wunden lieber gut abbinden. Ja, das solltet ihr. Ihr seid am Arsch. Hier ist das nächste Ziel meiner grenzenlosen Wut. Okay, das ist ja widerlich. Auf! Lass unseren Freund in Ruhe, du Fiesling! Ihr seid ja echt ekelhaft. Diabetes-Time! Oh schade, ich kann nicht alle drei machen. Wäre aber sehr schön gewesen. Mhm. Oh yeah! Aber dann mach mal halt einen nach dem anderen, ist doch auch völlig egal. Euch Platz zu machen fällt unter Anti-Aggressionstherapie. Ja. Voll machen! Ja, ja, ja. Mach sie glatt! Platt, glatt, was auch immer. So, dann bringen wir dich um. Megafaustschlag! Die haben überhaupt keine Chance. Nee, haben sie nicht, haben sie nicht. So, kann ich... Ja, das ist einer von beiden, wird es mindestens überleben. Warum? Ach so, der ist jetzt hier.
Das scheint mir gerade das Effektivste zu sein. Boah, der hat noch einen einzigen Health-Punkt. Der ist so gut wie tot. Ich bin wieder da. Was? Was? Oh Mann, nicht schon wieder. Was? Haha! Ihr suboptimal! Oh Mann, Superhelden sind super! Hä? Ja, Cartman, da hätte ich jetzt auch gekotzt. Was war das denn? Jetzt ist aber so eine geile Sache! Da, also, ja. Hä? Lass dich da von deinem Freund passieren. Das war schon irgendwie sehr seltsam. Ich kann es mir nicht erklären. So. Den machen wir jetzt auch langsam fertig. Für Viertklässler seid ihr echt sehr erbrocken. Jeder ist aus dem Risikobereich. Wer braucht am meisten eine Tragprügel? Ja, hier ist blockiert. Hier kann ich nicht hin. So, den kriegen wir down. Ich hab genug von dem Kack. Noch ein Feind fällt durch die Macht von Kuhn and Friends. Genau, nur durch die Macht von Kuhn and Friends. Versau das nicht, Blödsack. Ja, ich kann hier auch leider wieder bloß einen. Ach, das wäre fast zu schade. Ist beides jetzt nicht unbedingt so optimal, aber nur noch einen Gegner zu haben, ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Jetzt ist es nämlich 4 gegen 1. Ah, jetzt bist du am Arsch. Du Kackpratze. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Ich auch. Soll ich deine Superkraft nutzen? Nein. Platz für den Kuhn. Heute würde ich gerne mal die Superkraft von Supercrack benutzen eigentlich. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Leute, ich glaube, der Kuhn ist wirklich tot. Okay. So, ich will Supercrack. Unbedingt. Also los. Du bist am Arsch. Oha, der hat ein Meerschweinchen. Bravo, gute Arbeit, etc., etc. Ja, war echt gut. Hat Spaß gemacht. Ihr habt auch gut gekämpft. Kann man schon mal machen. Und wir sind immer noch auf Rang 5. Das sollte sich natürlich nach Möglichkeit ein bisschen erhöhen. So, jetzt kann ich hier wieder hoch. Und dann schaue ich nochmal hier in der Karte. Wir müssen dort rüber. Sollte machbar sein. Ins Peppermint will ich gerade gar nicht unbedingt. Was geht denn hier ab? Ich habe da einen Plan. So. Das Auto hätten wir. Mann, ich will doch gar nicht euch. Ich will hier. Hier hinten. Okay, aber das funktioniert nicht. Da brauchen wir irgendwas Stärkeres. Aber ich habe hier Schrott. Toll. Genau das, was ich wollte. Ich glaube, ich sollte hier rein, oder? Jetzt haben sie ein Problem mit mir. Ich werde nicht einfach tatenlos zusehen, wie sie die Ethnie dieses Mannes beleidigen. Was? Ich habe ihn nicht beleidigt. Entschuldigung. Haben Sie gesagt, dass dieser Mann müde wirkt oder nicht? Ja, er ist mein Freund. Ich sagte, Paolo, du siehst müde aus. Mikroaggression! Hispano-Amerikaner werden oft als verpennt bezeichnet. Zu sagen, dass er müde aussieht, ist eine Mikroaggression, die ich nicht erlaube. Was? Ich bin müde. Du bist neu hier, oder? Ich bin der Direktor deiner Schule, PC Principal. Was? Ich habe gehört, du willst über Ethnien mit mir sprechen. Okay, los geht's. Ach du Scheiße. Ey, Moment, echt jetzt? Ist das dein Ernst? Komm schon, du willst was über Ethnien lernen? Streng dich an! Was? Ein schöner Tag, nicht wahr? Jo. Was du? Du kannst dich grundlos angreifen! Versuch's nochmal! Ein schöner Tag, nicht wahr? Was machst du? Du kannst dich grundlos angreifen! Was ist, versuch's, wenn ich gar nichts mache? Passiert dann was? Ich mache einfach mal gar nichts.
Sehr gut. Das war in der Tat keine Mikroaggression. Ah. Runde 2. Ich hatte einen Hamburger letzte Woche. Stimmt, das war auch keine Mikroaggression. Mhm. Jetzt werde ich eine Mikroaggression benutzen. Du wirst sehen, wie vorteilhaft das ist. Leute, hört mal her. Ich werde eine Mikroaggression benutzen, aber nur als Training für diesen jungen Menschen. Als Kämpfer für die soziale Gerechtigkeit. Danke, Mikroaggression kommt gleich. Danke. Was? Brian ist ja eine süße Puppe. Mikroaggression, schlag ihn! War das gut? Habe ich das gut gemacht? Übel. Das Wort Puppe ist nicht nur abwertend gegenüber Frauen. Ein Mann dafür zu kritisieren, feminin auszusehen, ist auch eine Mikroaggression. Okay. Kennst du auch die subtilere Mikroaggression? Was? Meine Hose ist warm. Meine Hose ist warm. Was ist daran schlimm? Falsch! Meine Hose ist warm, ist keine Mikroaggression! Okay. Dieser Kaffee gehört Tim Sherman. Ist okay. Es soll bald regnen. Okay. Janet fährt gern Rollschuh. Okay. Mr. Yamashiro fährt eigentlich sehr gut Auto. Mikroaggression! Ja, das ist hier mit dem eigentlich. Weil die sehen ja bloß so einen kleinen Spalt. Der Begriff eigentlich impliziert, dass andere Asiaten keine guten Fahrer sind und die Verwendung von Mister ist beleidigend für Personen dritten Geschlechts. Bevor wir über deine Abstammung sprechen, solltest du da draußen etwas Aufklärungsarbeit leisten. Ich habe also gewonnen, sehr schön. So schlimm sah der gar nicht aus. War das das, was ich tun sollte? Denk daran, Menschen verwenden dauernd Mikroaggression. Aha. Du musst sie dafür büßen lassen. Okay. Hey, Mikroaggression! Was geht, Mann? Eins noch, dann fahr ich. Höchstens zwei. Willst du Ärger, Kumpel? Ich hau dir auf die Schnauze. Rück mir nicht so auf die Pelle! So, Selfie, Alter. Du bist der schrägste Superheld, den ich heute gesehen habe. Okay, ich folge dir. Sehr schön. Sehr geil. Ich habe einen Barkeeper zum Follower. Mega. Danke dir, das ist sicher ein cooles Foto. Es geht ab, Alde. Du lässt dich nicht schikanieren, kleiner Superheld, oder? Nö. Zumindest nicht allzu viel. Craft Beer für Craft Beer zu einer vorurteilsfreieren Welt. Ja, das ist durchaus eine schöne Einstellung. Da will ich nichts sagen weiter. Geh mir aus dem Weg, halt verdammt. Dein Maul. Ja, einen Tag alte City Schrimps. Ist das nicht das, was ich auch besorgen sollte? Oh. Entdeckt. Der Flash. Gut, dann ebenso. Was hat mir das jetzt gebracht? Ah, eine versteckte Box. Okay, was geht hier ab? Hau auf die Kacke, Wunderarsch. Okay, mach ich. Okay. Ich freue mich über jeden Follower. Und das tue ich wirklich. Hey, was geht? Ich war gestern Abend im Hippo und hab meinen Geldbeutel verloren. Mhm. Wenn du ihn findest, kriegst du eine Belohnung. Verdammt. Ich will da nicht hin. Ich war gestern Abend im Hippo und hab meinen Geldbeutel verloren. Wenn du ihn findest, kriegst du eine Belohnung. Also muss ich erst da rein. Ich hab neue Ware reinbekommen. Schau dich um. Interessant. Interessant. Aber hier, die Kostüme haben, glaube ich, leider keinen Rüstungswert mehr. Das finde ich ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Was? Ich will es gar nicht. Bring noch mehr Verbrecher zur Strecke, Wunderarsch. Mach ich. Gerne. Oh, ich habe... Na, da war ich zu voreilig. Ich habe da was gesehen. Ich muss da noch was erledigen. Sehr gut, die Hälfte haben wir geschafft. Hier haben wir ein Fahrrad, was ich gerne klauen würde. Kann ich das Fahrrad... Ach so, da ist sowieso hier in der Ecke, ne? Okay. Das sah bloß ein bisschen komisch aus. Was ist das hier? Warum ist die zugekettet? Heute sind es die Katzen. Morgen könntest du es sein, Jungspund. Halt's Maul. Okay, wir werden gleich hier hochgehen. Keine Sorge. Hey,
du bist berühmt. Bin ich das? Nicht jetzt. Ich versuche gerade Bräute klar zu machen. Es ist noch nicht Halloween. Ich habe keine scheiß Süßigkeiten. Ach, wirklich? Dieser Selbstjustizler ist kein gutes Vorbild für die Jugend. Okay, okay. Und jetzt geh nach Hause oder wohin auch immer. Machst jetzt bitte ein Selfie mit mir? Ich mag Leute nicht, die Selfies machen. Aber machen wir trotzdem eins zusammen, Pupsi. Nenn mich nie wieder Pupsi. Bitte. Niemand will das. Super, bis dann, Pupsi. Hey, du bist doch das Superstinktier aus den Nachrichten. Jupp, jupp, genau. Der furzende Selbstjustizler nervt. Sollte ich hier nicht was holen? Ich frage für einen Freund. Dachgereifter Käse. Ich brauche von hier dachgereiften Käse. Ich komme aber nicht hoch. Vielen Dank für deinen Einsatz. Vielleicht aber hier. Und los geht's. Wir hüpfen hier hoch. Ich hab Tittenbilder, komm und hol sie dir. Ich muss erst einen Kampf machen. Tut mir leid. Anders wäre mir auch lieber gewesen. Das wird ein heißer Tanz. Nicht wirklich, ich tanze nicht, aber lass uns boxen. Das packst du schon. Ja. Und wie ich das tue. Okay, das ist definitiv interessanter. Auch wenn sie jetzt gleich näher dran sind. Wunderarsch haut alles raus. Ah, ich bin gut. Oh, der kleine Viertklässler jetzt? Nein. Mikroaggression. Schlag ihn. Ah, Mikroaggression. Kann ich jetzt auch so einsetzen. Das ist natürlich cool. Kleine Vorwarnung, das wird höllisch wehtun. So wie ich den Kuhn kenne, ja. Hier kommt der Kuhn. Au! Das sah Danke. Sehr Hier schmerzhaft aus. Selbst den Finger zeigen. Jetzt kommt seine Popelrache, okay. Extra für dich. Danke, vielen Dank. Bis gleich. Ich überlege mir eine Strategie. Mach das. Überleg dir ruhig eine Strategie. Wenn ich mal an, Alter. Kannst du mal bitte ein bisschen freundlicher sein? Sei doch nicht immer so ein Arsch. Ich kann eigentlich bloß hier den hier machen. Aber der ist dann auf jeden Fall schon mal tot. Und ich bin geschützt. Auch das ist sehr gut. Och nein. Pack deinen Pimmel wieder ein. Ist ja ekelhaft. Was? Sechsklässler können nicht sterben. Wir sind unsterblich. Nein, seid ihr nicht. Das ist ein weit verbreiteter Irrglaube. Okay, das ist gar nicht so schlecht. Das hier ist schon eher nicht gut. Das hier ist auf jeden Fall besser als gar nichts. Es ist Schaden an zwei Leuten. Was will man mehr? Oh ja. Oh ja. Auch wieder doppelter Schaden. Was sonst, Diabetes? So, was kommt jetzt? Auf mich zu schlagen. Miska. Ja, da guckst du. Oh, der Kuhn ist fast tot. Wenn du dich mit dem Kuhn anlegst, dann auch mit seinen Freunden. Das stimmt allerdings, wir halten alle zusammen. Wir alle halten zusammen. Okay, Captain Diabetes wird gleich ein bisschen Damage kriegen. Aber ist okay. Dafür sind die anderen beiden hier ein bisschen gelähmt. Einer ist übertot. Schön. Schönes Ding. Mach doch. Dein Angriff steigert nur mein Zorn. Außerdem hat er seinen Kumpel auch getroffen. Von daher, selber schuld. Megafaustschlag. Das habe ich kaum gesehen. So, jetzt sind wir 4 gegen 2. Was wollt ihr noch machen, ha? Nicht schlecht, Neuer.
Was heißt nicht schlecht? Das war echt gut. Von der Gerechtigkeit durchgehen. Kampf ganz nach meinem Geschmack. So, haben wir geschafft. War gut. War ein echt angenehmer, schöner Kampf. Kann man nichts sagen. Mikroaggression haben wir auch. Was will man denn mehr? Sehr, sehr schön. Und los. Bitte nicht! Okay, das war kurz zu früh. Ich muss mich konzentrieren. Und los. Bereit? Wow, wow. So. Was geht ab, Alter? Oh. Ich hab den Käse. Du hast mich gefunden! Ja. Du bist hier raufgekraxelt. Das ist ein Selfie wert. Geil. Das ist super. Cool. Ich sehe unser Haus von hier. Ich habe da eine Idee. So, genau das wollte ich. Ah, das sind alles Corona-Flaschen. Ein Glück gibt's kein Corona mehr. Wir sind echt weit oben. Ja. Kann man so sagen. Okay, das wird nichts. Ich komme hier auch nicht rüber, oder? Oder ich etwa doch? Ich brauche ein Outfit mit langen Ärmeln. Kannst du mal bitte hierher kommen? Kollege? Hallo? Nein. Bereit? Putzen ist schwer. Nächster Versuch.